Ein deutsches Aufbaustrategiespiel mit Wuseloptik? Überraschenderweise hat es kein Die Siedler im Namen, sondern heißt Valhalla Hills. Und es stammt, und das ist weniger überraschend, vom gleichen leitenden Entwicklern wie der zweite Teil der Siedlerreihe, Thomas Häuser. Und das merken wir dem Spiel auch an. Es ist eine wuselige, bunte Angelegenheit mit einem wunderbar komplexen Wirtschafts- und Aufbauteil. Valhalla Hills verschenkt aber an anderer Stelle wichtiges Potenzial. Reisen und zu feiern. Aber in jüngster Zeit ist Odin genervt und nicht in der Stimmung, dahergelaufene Möchtegernhelden zu empfangen. Die Hintergrundgeschichte rund um Odins eher missratenen Sohn Leko finden wir nach der animierten Intro-Sequenz im Spiel kaum wieder. Wir sammeln zwar in jedem Level durch Gefechte Ehre, um schließlich Einlass nach Valhalla zu erlangen, aber Zwischensequenzen mit Story oder gar ein richtiges Finale gibt es nicht. Wir erklimmen einen Berg nach dem anderen und die Kämpfe zum Sammeln der Ehrenpunkte werden durch den dominanten Aufbaupart zur Nebensächlichkeit. Unser eigentliches Ziel in jedem Level besteht darin, ein Portal zu durchschreiten, das sich auf dem Gipfel eines Berges befindet. Dazu schicken wir ein paar Krieger in die Richtung des blauglühenden Steines und erteilen den Wächtern des Portals eine ordentliche Tracht Prügel. Oder wir besänftigen sie mit einer großzügigen Opfergabe und betreten dann das magische Tor. Zu Beginn ist das fast lachhaft einfach, da die Inseln klein und die Berge flach sind. Später wird der Gipfelsturm aber zur Herkulesaufgabe. Das liegt aber weniger am Schwierigkeitsgrad von Valhalla Hills als vielmehr am dürftigen Tutorial, das uns in Textboxen zwar viel erzählt, uns aber nicht zur Umsetzung und damit zum Lernen zwingt. Nach einigen schnellen Partien stehen wir plötzlich wie der sprichwörtliche Ochs vom Berg, weil einfach die Übung fehlt. Übung darin, unsere Wikinger-Siedlung vom Holzfäller bis zur Eisenmine strukturiert und funktionierend aufzubauen. Denn hier liegt die Stärke von Valhalla Hills. Wir müssen uns nicht nur um Ressourcen kümmern, sondern auch die Bedürfnisse der Wikingerschar im Auge behalten. Die Leute müssen nämlich in regelmäßigen Abständen essen und schlafen, damit sie weiterhin ihrer Arbeit nachgehen können. Bauen wir zum Beispiel nicht genügend Wohnhäuser zum Übernachten, dann legen sich die Naturburschen unter den nächsten Baum, was einfach nicht gesund ist. Läuft unsere Siedlung erst einmal rund, geht es daran, das Massiv zu erklimmen. Das erfordert planerisches Geschick, denn der Weg zum Portal ist weit und neben wilden Tieren, den üblichen Eiswächtern und Golems erwarten uns auch feindlich gesonnene Bergzwerge auf der Reise. Eine stetige Versorgung mit Essen, Waffen, Bier und Gold ist daher unerlässlich. Kurierrouten und kleinere Zwischenlager müssen geplant und gebaut werden. Dabei entfaltet Valhalla Hills sein volles Potenzial und fordert uns dank zufallsgenerierter Berge zumindest mittelfristig. Dass im Inneren von Valhalla Hills die Unreal Engine 4 werkelt, das sieht man dem Spiel auf den ersten Blick gar nicht an. Erst wenn es Nacht wird und der Berg stimmungsvoll angeleuchtet wird, können wir den Grafikmotor erahnen. Generell ist die Spielwelt mit vielen Details versehen. Hasen, Kühe, Wölfe und anderes Getier bevölkern die Berge und die Tiefenunschärfe vermittelt die Höhe eines Bergs recht gut. Lediglich einige Bodentexturen und die fummelige Kamerasteuerung sind uns negativ aufgefallen. Haben wir es einmal durch die anspruchslose Anfangsphase von Valhalla Hills geschafft, werden wir mit einem komplexen und dann auch fordernden Aufbauspiel belohnt. Mit der Zeit verliert aber auch dieser Teil trotz zufallsgenerierter Levels seinen Reiz. Es fehlt an Langzeitmotivation. Wir haben gerne unsere Wikinger-Siedlungen hochgezogen und optimiert, doch irgendwann hat man den Dreh raus und eine gewisse Routine stellt sich ein. Dennoch, Valhalla Hills knüpft beinahe nahtlos an das Spielgefühl eines Die Siedler 2 an und wird Fans von Aufbaustrategietiteln dieser Art zumindest für kurze Zeit begeistern.